Hallo Frau Leibfried, wie geht's Ihnen? Hallo, Frau Leibfried. Ja, schön, dass es geklappt hat, dass wir uns wenigstens via Skype jetzt sprechen können. Ja, das freut mich. Sie sind im Augenblick in Freiburg. Genau. Und wir erwischen Sie in einer Studienpause oder vielleicht auch in einer Flamenco-Pause, kann das sein? Beides. Also hier gibt es auch ein Flamenco-Tanzstudio, das mir sogar aus Bonn empfohlen wurde. Und da werde ich jetzt in diesem Semester mal schauen, um da vielleicht auch ein bisschen tanzen zu können. Ich mache hier meinen Master. Ich studiere hier Romanistik in Fächern Spanisch und Portugiesisch. Sie haben ja nun offensichtlich eine ganz tolle Arbeit geschrieben, die jetzt mit einem Preis geehrt wurde und gewürdigt wurde. Vielleicht können Sie uns kurz verraten, worum es dabei ging. Also, da kann man erstmal grob sagen, ist Madrid. Ich kenne Madrid selbst persönlich sehr gut und ich habe mich auf Anhieb in diese Stadt verliebt. Ich habe halt eben untersucht, wie Raum sich auf die Umwelt auswirkt, wie sich Menschen in Räumen bewegen, wie bestimmte Raumkonzepte sich auf die Menschen auswirken, was eben in Bezug auf die Metro als sogenannter Nichtort dazu führt, dass eben Metro ein sehr abstraktes Raumkonzept ist und die Menschen sich dementsprechend verhalten und eben in der heutigen globalen Welt die Menschen sich schnell zurechtfinden müssen und deswegen Räume immer gerader und kühler werden, damit die Menschen sich eben schnell überall auf der Welt zurechtfinden. Ich freue mich, Sie am Montag kennenzulernen. Sie bringen Ihre Eltern mit und Ihren Freund. Genau, und alles natürlich. Ist vorbereitet. Ihre Urkunde ist heute auch schon angekommen. Also, alles ist prima, alles ist gut. Dann sehen wir uns Montag. Freue mich. Super, wir freuen uns alle sehr auf jeden Fall auf Bonn und auf die Veranstaltung. Ja. Katrin Leibfried wird für ihre Bachelorarbeit De Madrid al Metro eine Raumanalyse anhand José Martín Molinas Roman Ortem mit dem Preis des Königs von Spanien ausgezeichnet.